Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum vierten Last of Us 2 Let's Play. Ja, Freunde, in der letzten Folge haben wir einfach mit Ellie und Dina die Hanfplantage von Eugene entdeckt und haben uns da erstmal dick einen geraucht und dann haben die zwei am Ende rumgemacht und wir spielen jetzt wieder hier die Frau, die breiter als der Türsteher ist und richtig böse guckt. Ich weiß immer noch nicht, wer sie ist und was sie hier zu suchen hat. Aber ja, wir machen auf jeden Fall jetzt weiter. Es müsste eigentlich gerade zeitgleich sein, wo Ellie und Dina in dieser Hütte sind. Und ich denke mal, gleich werden wir vielleicht die zwei begegnen. Ich weiß es nicht, wir lassen uns überraschen, Leute. Das Spiel geht, wie gesagt, jeden Tag weiter. Lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Und wie immer einen Daumen nach oben. Ich will die 5000 Likes sehen. Und wir starten rein in die heutige Folge, Leute. Ich hoffe, ihr seid ready. Oha, ich höre irgendwas. Super, infiziert. Ach, geil. Oha. Oh, da müssen wir aufpassen. Oh, das haben die so gut gemacht hier, ne, wirklich. Hau ab. Ich muss mir den jetzt holen. Hol dir den. Zack. Oh nein. Oh nein, ich glaube, die sehen mich gerade alle. Nicht gut. Oh oh, geht weg, geht weg. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, wie viele? Wie viele? Oh nein, wohin? Oh, das ist ja wie eine Horde, wie bei Days Gone. Wo sind die? Hör, wo kommen die denn auf einmal alle her? Alter, haben die das krank gemacht, die Junge. Das ist ja unnormal heftig. Ja, super. Oh. Oha, wie geil, Digga. Das ist zu krank gerade die Stelle, ne? Wo lang, wo lang, wo lang, Uwe? Oh. 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 Oh mein Gott, ich bin am Arsch. Ey, das ist so ein Adrenalin gerade hier. Wirklich, das ist gerade zu krank. Das ist gerade geisteskrank. Ich hoffe, ich bin hier richtig krank. Ich höre die ganze Zeit, wer schreit da die ganze Zeit? Ellie! Hört ihr das auch? Wie viele sind das denn? Verdammte Scheiße! Oh, die sind direkt hinter mir. Die sind hinter mir. Schneller. Wo lang? Wo lang? Alter, wie viele? Was soll ich tun, Fisch? Thunfisch! Nein, nein, nicht gut. Ich glaube, da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Da geht's hier weiter. Spring! Ist das richtig? Jawohl, das war richtig. Da können die noch nicht rüber, oder? Können die hier rüber? Können die hier rüber? Oha, die klettern einfach. Die klettern. Oha! Wo lang? Nein! Da durch, da durch! Verdammte Scheiße! Boah, Junge, ist das krank gerade hier! Das ist gerade Adrenalin pur! Oh shit, Alter! Oh mein Gott! Haben die das krank gemacht? Ey, ich würde durchdrehen! Alter Schwede! Oh nein, oh nein, oh nein, nicht gut, 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 nicht gut. Tipp, 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 tipp. Oha, Joel! Joel ist da! Wir sind zu viele! Ich geb Deckung, geht schon! Na los, hier lang! Ja, einfach Joel ist da! Oh shit! Wo lang, auf! Da durch! Wo zur Hölle kamen die alle her? Das ist einfach Joel ist da! Ist doch egal. Sag mir mal, wo wir hin sollen. Ich schätze, wenn wir hinten rausgehen, schaffen wir es vielleicht zur Hütte. Das ist gerade wie im Film, ne? Ja. Los, zu der Tür! Boah, jetzt ist er richtig in sich, ne? Jetzt richtig in sich, diese Frau. Was sind die denn jetzt hier? Oh, schau was. Ja, super, hier. Boah, wie das wehtun muss. Oha! Boom! Nicht gut. Boah, Junge, die ist Mike Tyson in Person. Was macht die da? Was stellt die da?
wird nicht lange standhalten. Was soll ich machen? Boah, der Hammer sieht gut aus. Da oben was? Ausweg. Wo, was, kommen wie? Kommen wir da hoch! Hier, damit! Schieben! Hey, Mädchen! Hilf uns mit diesem Ding! Ja, ja! Auf den Karren schieben! Ich schaff die Gondel ans Fenster! Haltet mir diese Infos! Okay! Oh, hinter mir, glaube ich. Oh, hinter mir. Oh, shit! Oh mein Gott! Alter! Oh, schnell, das ist Klicker, Klicker! Klicker! Oh mein Gott! Ich schaff das, halt mir die Infizierten vom Hals! Ich machen! Wie viele das sind, ne? Tommy, hab kaum noch! Tommy, zieh durch! Ey, das ist gerade wie im Film, Leute. Ich brauch gar nichts zu sagen, Alter. Oh, 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 weg, weg, weg! Oh mein Gott! Joel, hilf mir! Oh, Junge, ey! Oh mein Gott! Los, Tommy! Fast geschafft! Ich brauche Munition, ich brauche irgendwas. Boah! Weiter! Ich muss mal ausweichen, ich versuche auszuweichen, aber das ist nicht so einfach. Was für ein Fenster, was für ein Fenster! Nein! Lass mich hoch da! Komm, komm, weg hier! Krass grad, ne? Hier näher bleiben! Wenn Joel uns einfach hilft! Hier lang! Los! Ah, ey, das ist 10-mal besser! Also, hatten wir jemals bei Days Gone sowas gehabt, Alter? Das hätten die bei Days Gone auch locker machen können! Hey, ich bin Tommy! Das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby, alles okay? Ja. Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr so weit. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus. Könnte klappen. Okay. Ich mach die Tür auf. Okay. Du reitest mit mir, komm! Aber die guckt die ganze Zeit. Komm! Die guckt die ganze Zeit so. Soll ich mit denen mit oder nicht? Eigentlich wollte ich. Die wollte die doch zu irgendwas zwingen. Weil der. Ich glaube, irgendein Kumpel von denen ist irgendwie. Alter, die Fliege! Also, das haben die wie im Film gemacht, ne? Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, aber die Stelle gerade, das war zu krank. Was ist damit? Als ich 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Was geht denn hier ab? Und ach, geil, die Achselhaare. Als ich umsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Okay. Die Verätzung. Das war ich selbst. Wieso? Die will, glaube ich, nicht erzählen, was passiert ist, ne? Die will das geheim halten, dass sie immun ist. Um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Hör, Kuh. Hey! Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte! Oh, soll ich dich mal beißen?
Hast du das gehört? Jesse? Oh mein Gott. Ach, geil. Bleib einfach da, okay? Alles okay? Kannst du super. Los. Super. Was? Jetzt dreh dich um. Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Also gerade bricht hier das reinste Chaos aus, Leute. Merkt ihr das? Body Munition! Molotov! Okay, gehen wir rein! Ganz gut. Danke. Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sättel ablegen? Nein, nein, nicht. Ich kann dir irgendwie immer noch nicht vertrauen, Alter. Die hat so einen ganz komischen Blick drauf. Habt ihr Bürsten, ein Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Hab gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern. Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy, das ist mein Bruder. Joel. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Alter! Was soll das denn? Alter! Nora? Alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Oh mein Gott, Alter, ein Miststück! Puta madre. Joe Miller. Wer bist du? Rate mal. Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Bindet sein Bein ab. Na los! Hm.
ja keine Bewegung. Verdammt! Oh mein Gott. Weg da! Alter, wer ist das? Joe? Tommy? Oh mein Gott, der hat den einfach mit dem Golfschläger in die Fresse geschlagen. Das kann er nicht überleben. Unmöglich. Leute, mir fehlen gerade die Worte. Oh, da ist das. Joe? Tommy? Oh, schnell, beeil dich, Ellie, bitte. Gar nicht klar, Alter. Oh, shit. Fuck. Wo kommt das her? Hier muss es weitergehen, hier. Oh mein Gott! Schieß sie ab! Knall sie ab! Nagelt sie fest! Finger weg! Fesselt sie! Lasst mich los, verdammt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ihr habt sie! Ihr habt sie doch! Okay! Ich mach euch alle kalt! Was ist los? Lasst ihn frei! Wer ist das? Lass ihn frei! Hat sich reingeschlichen. Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkreuzt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Nein! Joe, steh auf. Steh verdammt nochmal auf! Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Joe, bitte steh auf! Nein! Schmoren in der Hölle! Ich bring euch um! Nein!
Oh mein Gott. Ellie. Ellie. Tut mir leid. Jesse! Lass gar nicht Sie Spaß. Sind hier unten! Kann ich mich setzen? Ja. Die können doch nicht sowas machen in diesem Spiel. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davonkommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Die haben ihr geholfen. Die haben mir geholfen, sonst wäre die da gestorben von den Und ganzen... Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre er das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Gott. Weißt du was? Ich gehe morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist. Wie stark? Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja, dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut. Haben dir einfach geholfen, Alter. Ich kann das nicht glauben, Alter. Ich kann das nicht glauben. Das ist wie, als wenn Nathan Drake bei Uncharted einfach sterben würde.
Boah, das geht nicht, Digga. Das ist unmöglich, Alter. Das ist unmöglich. Das kann nicht passiert sein. Ich glaub das nicht, Leute. Ich kann das nicht glauben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warum machen die sowas? Das kann doch nicht sein. Hey, Leute, Mann. Das kann nicht wahr sein. Ich möchte zu seinem Haus, bevor wir gehen. Etwas von dort mitzunehmen. Okay. Ey. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit sowas. Nicht mit sowas. Die können doch nicht die zwei auseinanderreißen. Ich konnte nicht zu den Pferden. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Scheiß Tommy. Unterwegs fällt uns schon noch was ein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Okay. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird's eben schwieriger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Ellie. Wenn du gehst, gehe ich auch. Keine Diskussion. Digga, wie soll ich dieses Video nennen, Alter? Musst du deinen Rucksack holen? Habe ich bei den Osttoren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Ich glaube, das war der schlimmste Moment, den ich jemals hatte in meiner ganzen Gaming-Laufbahn von allen Let's Plays. Das war der allerschlimmste Moment. Der allerschlimmste Moment. Guck mal, die ganzen Blumen hier. Hol's dir. Ich will's machen. Okay. Ich bin okay. Komm. Ich warte hier unten. Danke. Joel from Ellie. Ich hatte sie für ihn gemalt. Riesen der Vergangenheit. Dinosuchus. Das war ein guter Tag. Zu hart, Leute, oder? Also bitte schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ist mir scheißegal, ich werde mir die Kommentare durchlesen. Warum machen die sowas? Warum? Warum? Hm.
Wir wollten dir einfach helfen. Aber ich hab's aber gewusst, ne, dass mit der irgendwas nicht stimmt, weil die ganze Zeit so komisch geguckt hat. Die hat ja auch davor mit diesem einen Typen geredet und gesagt, ja, wenn sie uns nichts sagen oder so, dann werden wir sie foltern oder irgendwie sowas. Warum wollten sie unbedingt zu Joel? Ich verstehe es nicht. Alter, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mit Tommy. Ich persönlich find's nicht gut. Ich find's nicht gut. Und dann passiert sowas nicht mal am Ende des Spiels. Das wäre natürlich auch schlimm, aber es passiert einfach da, wo man nicht damit rechnet. All die Versprechen bei Sonnenuntergang, ich habe sie ernst gemeint, genau wie alle anderen. Tut mir leid, dass ich so einen Tränenausbruch bekommen habe, aber ihr wisst, ich bin bei sowas sehr emotional und ich verstecke mich da nicht. Ist mir scheißegal, Alter. Ihr kennt mich, Leute. Das war einfach zu viel gerade für mich. Ich kam gerade selber nicht drauf klar, auch wenn es nur ein Spiel ist, Leute. Wenn man sich da hineinversetzt in dieses Spiel und vor allem, ich hab's 2014 gezockt, das letzte Mal, vor 6 Jahren. So, und da war ich, wie alt war ich da? 19? 20? Und das hat einen dann über die Jahre begleitet, das Spiel. Wir haben es vor allem jetzt vor kurzem nochmal gespielt. Da ist Joel und Ellie sind uns wieder so ans Herz gewachsen. Und jetzt wird er uns einfach aus dem Spiel gerissen. Auch noch mit so einem grauenhaften Tod. Gefoltert. Und bis zum Ende einfach mit dem Golfschläger in die Fresse geschlagen. Nicht nur mit einer Kugel in den Kopf oder so. Einfach wurde er gefoltert vorher. Das ist unfassbar. Oh mein Gott, das ist die Jacke, ne? Das ist die Jacke aus Teil 1, glaube ich. Oh mein Gott. Kennt ihr das Foto noch? Das haben wir in Teil 1 gesehen. Das ist schon mit Ellie. Was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Uhr von der Tochter. Oh mein Gott, Alter. Ja, das nimmt mich gerade einfach so mit, ne? Das nimmt mich einfach so mit gerade. Leute, ich kann nicht mehr, ey. Es reicht. Es reicht. Ellie, kannst du runterkommen? Ja, alles ich okay? Komme, ich komme. Ja, nur, komm einfach runter. Was ist los? Maria, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein.
verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tommy. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ihr wollt euch also einfach wegschleichen. Ja. Zu Fuß? Ja. Die Stallleute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit. Danke, Maria. Nur tut mir einen Gefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann heil zurück, bitte. Na klar. Na dann. Los mit euch. Bevor es dunkel wird. Wie das einen mitnimmt, das ist unglaublich. Warum ist das so? Boah. Warum, ey, warum? Seattle. Tag 1. Boah, ey. Ich hoffe nur nicht, dass das Video geclaimed wird oder sonst irgendwas wegen der Musik. Aber ist mir auch egal. Joel kam nicht an seine Waffe ran. Krass. Hattest du Angst? Boah, ist das schön hier. Guck dich das mal an. Ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe. Sieht das schön aus. Den Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Wann hast du zum ersten Mal jemanden getötet? Boah. Du meinst Infizierte? Nein. Gesunde, nicht Infizierte. Was ist eine Grafik? Das ist schon PS5-Grafik. Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mom an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Ja, ich bin echt knallhart. Wie verirrt sind wir? Gar nicht. Mhm. Hey, hab mal Vertrauen. Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und du getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarktschmuggler aus Boston? Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist doch sinnlos zu spekulieren. Okay. Zumindest, bis wir mehr Informationen haben. Leute, ich werde jetzt hier pausieren. Wir machen morgen bei der nächsten Folge weiter. Es nimmt mich gerade einfach echt krass mit. Ich habe auch gar keinen Bock gerade weiter zu zocken, ey. Das ist einfach nur... Ich bin einfach sprachlos, ich bin fassungslos. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr da empfunden habt. Ich habe auch gar keine Lust, dieses Video zu schneiden. Es ist krass, wie sehr einem Charaktere in einem Spiel ans Herz wachsen können. Ja, Leute. Ich verabschiede mich. Lasst einen Daumen nach oben da. Ja, haut rein. Ciao.